Ja, guten Abend, meine lieben Zuschauer. Guten Morgen, je nachdem, wann ihr das guckt. Und herzlich willkommen zurück zu Lodestar. Ja, wir schießen hier so langsam momentan auf die Zielgerade zu, weil der Planet ist doch noch nicht so ganz draußen. Nach dem vierten ist, glaube ich, erstmal vorzeitig Feierabend. Sie haben übrigens jetzt Erfolge bei dem Spiel auch mal hinzugefügt. Dadurch weiß ich so ungefähr, was mich als Boss erwartet. Ich will aber der keinen von euch spoilern. So, den, da mache ich eben kurz aus. Wir haben irre viele an Eisenplatten bekommen. Also habe ich ausgiehend gefarmt. Es gibt jetzt auch einen Erfolg dafür, 10.000 Mal mit dem Grappling Hook irgendwas gepackt zu haben. So, dafür brauchte ich Silber und Gold, um die Bolt Rifle aufzubessern. Ich habe bisher erstmal nur das Schiff aufgebessert. Aber hauptsächlich wollten wir das hier, den Environment Shield. Und darüber werden wir uns jetzt noch zwei Sachen gleich holen. Aber zuallererst holen wir das Silber und hoffentlich auch das Gold. Ich bin hier ein paar Mal rumgeflogen, das Gold kann ja auch auftauchen und das sogar recht viel. Das ist den Environment Shield, den habe ich ja jetzt. Dafür habe ich genügend Eisplatten gefarmt. I understood you were a pilot before this. They must not have checked your references. Okay, die Aluminiumbahn sind mir offenbar ausgegangen. So langsam. Aber ich gehe ja gleich eh nochmal auf den Aluminiumplaneten. Wir gehen aber vorher nochmal auf den Wasserplaneten. Wir gucken uns nämlich erst die radioaktive Zone nochmal an. Weil jetzt habe ich ja die Möglichkeit, da reinzugehen, ohne Schaden zu kriegen. So, da ist die radioaktive Zone. Hier kommt man vorher nicht rein. Der Schild, der sollte mich beschützen. Und das tut er auch. Ich kann jetzt hier rumrennen, ohne zu sterben. Aber ich würde gerne auch was finden. Außer dem Skin da oben, der mich eigentlich nicht mal interessiert. So. Zink abgebaut. Ich hatte gehofft, dass hier unten eventuell irgendwas ist. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Krabbis. Der Schild, der hält auch echt lange. Easy. Wir haben den Medic freigeschaltet. Und dafür bin ich jetzt hier lang? Nur für den einen Skin? Hier muss doch noch was sein. Ich krieg wieder Schaden. Bisher habe ich hier sonst nichts entdeckt. So, dich machen wir erstmal weg. Und das wäre jetzt der Weg wieder zu dem einen Teil da oben. Na gut, den Saphir, den kann ich ja trotzdem mitnehmen. Und dafür bin ich jetzt hier. Damit ich einmal kurz hier reingucken kann und hier ist dann einfach nichts. Außer einem Skin. Ich weiß, es gibt viele Leute, die Skin-versessen sind, aber ich bin es nicht. Na gut, eigentlich gäbe es hier ja auch diese Pflanze, ne?
Die würde man ja eigentlich darüber holen. Die wäre dann genau hier. Da drüben ist echt viel Saphir. So, jetzt kommt's drauf an, ob der Schild dagegen hilft. Ja. Der Schild ist nur dafür da, dass man hier durch kann. Also für YouTube habe ich das wahrscheinlich mega geschnitten. Wie ich jetzt den ganzen Weg hier hoch bin. Hat auch nur 20 Minuten jetzt ungefähr gedauert. Der Weg nach hier oben ist echt ätzend. So. Hab ihn nochmal besiegt. Und hab nicht mal den Erfolg bekommen. Ach, weil da ja Coming Soon steht, das kommt noch. Kann auch nicht lesen. So, ich nehme die Abkürzung nach unten, also zum Schiff. Weil das Zeug behalte ich ja. So, Abkürzung. Ich verliere nichts, wenn ich sterbe. Das war der schnellere Weg, glaubt mir. So, dann können wir jetzt nach Alpha 4. Wir müssen auf jeden Fall mal das neue Food jetzt einmal anpflanzen. Dafür nehme ich jetzt extra meinen Farming-Raum. Dass wir da mal kurz ein paar hundert, vielleicht tausend eben kurz erfarmen. So, Quizze Creeper. Irgendein übersehen? Nein. So, davon bauen wir jetzt hier mal ganz kurz was an. Währenddessen kann ich ja was trinken. So, das Ding ist im Übrigen, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir unbedingt jetzt noch auf dem Lava-Planeten verbringen. Weil das könnte tatsächlich recht kurz sein. Das wissen wir nicht. Entweder es wird jetzt extrem kurz oder es wird sich in die Länge ziehen. Ach ja, ich wollte das noch einmal upgraden. So. Das brauche ich nicht upgraden. So, ein bisschen mehr Health Regeneration. Das hier brauche ich nicht. Ganz ehrlich, Cooking Power ist sowas von unnütz. Das beeinflusst nicht, wie viel ich davon haben kann. Oder sonst irgendwas Nützliches. So, maximales Leben verbessern wir. Movement Speed. Das ist noch nicht mal draußen. Beziehungsweise wäre wahrscheinlich draußen, aber nicht erreichbar. Aluminium hier? Ja. Dann
stelle ich jetzt mal hauptsächlich Aluminiumplatten erstmal her. So, Zink habe ich ja jetzt komplett verarbeitet. Eisen kommt gleich. Wir holen uns eben kurz die 10.000 Silber für ein Upgrade. So, dann holen wir hier mal eben kurz unser Upgrade. So. Dann mache ich auch eben kurz so. So. Hab mir einmal den Buff hiervon gegönnt. Das macht, dass meine Mining Power höher ist. Und das macht meine Lebensregeneration höher. So. Dann können wir das auch gar nicht vermasseln. Drop pod launch commencing. Also natürlich kann mich die Lava umbringen, ne? Unterschätzt das nicht. Obwohl, eventuell, das müsste ich einmal kurz testen, eventuell kann ich mit dem Schild durch die Lava laufen. Vielleicht ist der auch dafür gedacht. Dass man da durchlaufen kann. Ist zumindest sehr, sehr gut möglich. Der Schaden davon ist wesentlich höher geworden. So, einmal ausprobieren. Schild an und... Ja, der ist dafür gedacht, dass man da durchrennt. Okay, in der Nähe kriegt man schon Schaden. So, gleich habe ich das ganze Eis. Schon mal zu haben, kann nicht schaden. Fast in die Lava rein. Der Schaden ist so viel höher. So, die snipen wir auch direkt weg. Da gleich rüber, weil da ist auf jeden Fall ein Upgrade. Da waren wir, da war schon was Wichtiges. Ich würde mal sagen, einfach mit Schild versuchen rüber. Glitch durch die Welt. Wieso komme ich da nicht hoch? Okay. Das macht meine Gatling ein bisschen akkurater. Und dafür habe ich jetzt so immens Schaden genommen. Also die Regeneration hat das natürlich wieder ausgeglichen. Da oben waren wir. Ja, eigentlich Schild an und durch, ne? Oder ich schaff's instant rüber. Ah, bist nur aus der Nähe gefährlich. Aus der Ferne gefährlich. So, durch den Erfolg weiß ich schon, dass der Boss irgendwie eine Art Titan ist. Also höchstwahrscheinlich sehr groß und auffällig. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich eigentlich einfach nur straight durch muss.
ich von dieser Seite aus hoch. Nicht ohne die Wand zu tiefen, jedenfalls. Ah, hier sind diese Emeralds. Dann habe ich es auf jeden Fall schon mal für den Scanner. So, den Stein für mich nutzen. Game Warden. Wenn ich kann, dann nehme ich es mit. Wie auch den Skin da, den kann ich locker mitnehmen. So. In der Richtung ist noch was. Oh, hier sind sogar zwei Sachen. HS Frigate. Okay, die Turbofire kann man nochmal richtig stark upgraden. Muss ich nur gucken, wie ich hier hochkomme. Ich sehe den Weg. Da ist sogar ein Lock. Royal, danke sehr. .401. So, hier ist kein Problem. Danke sehr. Okay, das ist ekelhaft. Etwa drei von diesen Schießsuits da. Und ich verstehe jetzt schon, wie diese Szenerie da vor mir funktioniert. So, weg mit euch. Schnell hoch. Hoch! Mein Gott, ey. Oh, jetzt spring doch. Meine Güte. Der ist sprungbehindert, der Dude. Okay, über die Seite funktioniert das nicht. Okay, bin tot. Sehe keinen Weg, nochmal hochzukommen. Komm, bring mich um. Ich komme nicht hoch. Beim besten Willen nicht, das funktioniert nicht. You seem to require a bandage or seven. Man darf nicht runterfallen. Did they always look like that? So, was bräuchte man denn für die ganzen Turbofeuer-Upgrades? Ja. Ach, kann ich mir beide direkt gönnen. Ah, die Reload-Time ist geringer und die ist halt akkurater. Damit kann man dann wenigstens jetzt auch endlich mal arbeiten. Links ist kein Weg. Es geht noch rechts.
mich einfach an das Vieh. Kommt her. Black Ops freigeschaltet. So, nicht hier links runter. Das wäre dumm. Nein. Oh, es geht. Okay, und hier kommt jetzt wahrscheinlich der Boss. Dann mal go. Oh, der ist groß. Der ist riesig. Boah, genau muss ich zielen. Muss ich da hoch? Ob der hier auch noch kleine Eggs rumfliegen hat. Warte. Auge vielleicht? Ich muss seine Schwachstelle erstmal finden. So, den Skin habe ich schon mal mitgenommen. Seine Schwachstelle. Jedenfalls nicht unten in der Lava. Eine Ewigkeit später. Okay, mit den Haken dagegen schlagen. Okay. Kann ich ja währenddessen einfach abbauen. Okay, jetzt setzt er sich gleich wieder. Komm, halt mir deinen Kopf entgegen. Zack. Einmal noch. Ah, okay, von der Seite aus kommt man wesentlich leichter wieder hoch. Schade. So klappt es halt auch nicht. Mein Moment! Besiegt! Es hatte Füße, ich war kurz unten. Und das war auch schon der ganze Boss und der ganze Planet. Wir haben es innerhalb einer halben Stunde geschafft, diesen Planeten abzuschließen. Also der Lava-Planet ist nur vom Optischen her am coolsten, vom Sein her ist er nicht ganz so spannend. Eher ein bisschen nervig, weil er viel zu lange braucht, bis man ihn endlich mal treffen kann. Und du halt schlicht und ergreifend geliefert bist, wenn du einmal hier in die Lava fällst. Bist dann schlicht und ergreifend geliefert.
So, das will ich jetzt aber auch für mich nutzen. Es soll mich umbringen. Dann bin ich nämlich schneller wieder oben. Ja, bin ja solo unterwegs. Mich hätte es ultra interessiert, wie dieses Spiel im Koop ist. Ganz ehrlich. Aber hab halt keinen dafür. So, wir haben das Upgrade geholt. Und jetzt sagt mir das Spiel hier Customized Mining Ship. Gold Goal Liked. Das kann ich sogar eben schnell machen. Da, hab die beiden Dinge einmal aufgestellt und destroy sie direkt wieder. Ja, vorerst haben wir damit das Spiel dann jetzt eigentlich durchgespielt. Ihr seht ja, drei Planeten kommen noch. Aber wir haben es halt wirklich erstmal durchgespielt. Ich kann jetzt zu keinem weiteren Planeten fliegen. Es gibt einen Paint, den ich da unten nicht bekommen habe. Das nächste wird offenbar Rubin sein, was wir an Mineral finden. Ich könnte den Mining Laser zur roten Not noch versuchen, unten zu finden. Weil der wird so oder so wichtig. Aber was ich mir gut vorstellen kann, dass man den erst mit dem Update holen kann. Vor allen Dingen habe ich jetzt nirgendwo dort gesehen, dass er da irgendwo gammelt. Geh da nochmal runter. So, Customized Mining Ship in der Hangar. Da habe ich getan. Und jetzt sagt er mir überhaupt nichts mehr an da oben. Perfekt. Okay, ich gehe noch einmal kurz runter. Eventuell fehlt ich ja den Mining Laser, also das Upgrade. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo das Upgrade sein sollte. Ich gucke das, wenn auch das nächste Update kommt. Also... ich versuche jetzt nicht nochmal da hinten bis zum Boss zu kommen. Es könnte ja sein, dass in seinem Lavasee irgendwo das Upgrade versteckt war. Das werde ich jetzt aber nicht nachgucken. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen. Und ich verabschiede mich hier auf jeden Fall jetzt von YouTube. Für Lodestar.